So, gegen wen spiele ich? Panofolix. D4. Auerbach-System. Gegen Königsindisch. Und jetzt denkt er nach. An der Stelle. Das ist Theorie. So, so. Jetzt überlegt er. Komisch. Man kann immer noch teilnehmen. Mit dem Springer. Ich nehme da, er nimmt hier. Ich nehme da. Und spielt der Läufer E7, ne? Ich nehme da, er nimmt hier, ich nehme da, er spielt den. Okay, geht nicht, ne? Springer C5 droht hier zu nehmen. Muss er F3 machen, Läufer E6. Nimm, 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 damit der hin. Naja, doch, Läufer E6, ne? Läufer E6, Springer, damit D6, dann kriege ich Kompensation. Läufer E6 ist der logische Zug hier, ne? Ja. Hier schlagen. Springer D5 spielt man eigentlich nicht, man spielt C schlicht D5 immer. Ich kann leider hier nicht nehmen wegen Läufer D8 und Läufer E7, habe ich gezeigt. Hier nehmen droht nichts. Er kann zweimal auf F6 nehmen und dann auf D6, gewinnt einen Bauern, aber ich kriege total viel Kompensation mit Turm D8. Und die Dame muss nach A3 zurück. Dann habe ich auf jeden Fall Kompensation für den Bauern. Dame F4 und so, ne? Ja, sieht stark aus. Man kann beim Turnier natürlich auch mittendrin teilnehmen, ist kein Problem. Okay, ich will hier mit dem Läufer nehmen. Ich würde sagen, ja, keine Ahnung, was soll er spielen? H5. Ich nehme den Läufer hier, dann mit dem Bauern. Irgendwann kann ich aber auf E4 nehmen, ne? Dann E4, er nimmt, ich nehme, er geht zurück, Turm E8, Läufer schlicht D6, Springer E4. Stimmt, er kann nicht H5 machen. Ich drohe hier zu nehmen und dann da zu nehmen. Das Ding ist, der Springer deckt den Läufer auf E7, wenn der Springer noch F3. Das ist sehr logisch. Ich sollte wahrscheinlich jetzt nehmen, ne? Ja. Ich sollte nehmen. Jetzt Springer C5. Ein Springer ins Spiel. Er muss aufpassen. H5 kommt Springer E4. FE4, Springer E4. Nein. Springer H3 macht er. Guter Zug. Auch nicht klar jetzt hier, ne? Vielleicht die Dame wegziehen. Nach A. B6 jetzt hier, ja. Dame B6 sieht logisch aus. Verhindert die Rochade. Und macht Druck gegen den Bauern hier. Und H5 würde ich wahrscheinlich einfach schlagen. Außerdem B4. Ah gut, B4 geht aber. Das stört mich nicht. Weil der Bauer schwach ist. Vielleicht Springer A4 sogar. Er geht zurück, okay. A5 erstmal. Mit der die Dame B4 vielleicht, ne? Und ein besseres hier so A-Linie öffnen. Er tauscht den Springer. Er ist so ein bisschen sehr im Tauschmodus hier, muss ich sagen. Der Läufer auf D3 dann. Was ist mit Springer E4 eigentlich? Sieht interessant aus. Oh Mann, jetzt muss ich wieder rechnen. Springer schlicht E4, F schlicht E4, Springer schlicht E4. Ach nee, Dame E3 geht, ja. Dame E3 geht. Quatsch. Dame E3 geht doch. Blödsinn. Ja, nehmen wir raus. Entwickelt sich irgendwie nicht.
ist auch nicht so weiter schlimm, oder? Komm, ich muss schneller spielen. Ich bin ein bisschen lahm unterwegs. Idee Dame B4 irgendwann, ne? Damentausch, ey, wirklich? Ja, komm, tauschen wir mal nicht die Damen. Das Endspiel ist gut für ihn, weil sein König steht in der Mitte. Eigentlich steht er da schlecht. Jetzt rochiert er. Jetzt habe ich aber Springer H5 hier. Mit der Idee Springer G3 springen. Der Bauer hängt. Meine Idee Springer F4 oder Springer G3. Wenn er Läufer G5 macht, mache ich Läufer F6. Ganz klar. Und tausche den Läufer, dann habe ich den schönen Springer gegen den weißfeldrigen Läufer. Dame F2. So. Greift den Läufer an. Läufer B5. Läufer F6. Greift den an. G3 geht nicht wegen Springer H3. Damen gewinnen. Er kann hier nehmen. Dann muss ich dazwischen nehmen. Ne? Dann stehe ich aber sehr gut auf den schwarzen Feldern. Die Stellung gefällt mir immer mehr. Aber die Stellung ist richtig gut für mich plötzlich. Läufer B5 war nicht so gut. Wenn er nimmt, ich nehme H5, Läufer H4, Läufer G3, Dame H4 und ich kann ihn auf den schwarzen Feldern attackieren. H5 kann ich nehmen. Es droht. Läufer schlicht H4 droht. Vor Ach so, ne, Läufer H4 droht wegen G3 Springer H3. Also Läufer H4 droht sowieso. Und Läufer G3 und dann Dame H4. Mit riesigem Angriff plötzlich. Der Läufer steht hier übrigens nicht gut. Wegen Turm C5 eventuell mal, wenn der Läufer nicht mehr da ist. Mit Angriff und Verdoppelung der Türme. Bei der Teamanfrage könnt ihr einfach schreiben, dass ihr aus dem Stream seid, zum Beispiel. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Was hat er gemacht? Läufer B6. Okay. Dame E7. Ändert nichts, ne? Ja, Dame E7. Damit zögert er das Ganze nur einen hinaus. Ich greife ihn wieder an. Läufer H4. G3 geht nicht wegen Springer H3. Genau, und jetzt Läufer dahin. Ich drohe Springer H3 mit Gewinn der Dame. Ja, jetzt Läufer G3. Mit der Idee Dame H4. Das gewinnt hier mit Läufer H2, ne? Und dann Dame schlicht G2. Oder Läufer F2 ist noch stärker. König F2, Dame G2, nein, Läufer H2. Er gibt auf. War eine gute Partie.